Wir bauen jetzt bei unserem BMW 318 Ti Kompakt zunächst die Antriebswellen aus und danach auch das Hinterachsdifferential. Dazu fangen wir beim Ausbau am Rad außen an. Rad muss erst runter, Felge muss runter. Dann sieht man hier diese 30er Vielzahnnuss. Die ist jeweils links und rechts auf der Seite, wie man sieht, eingekörnt als Sicherung. Und die wird als erstes aufgeschlagen. Und dann machen wir im Bereich hinten an der Hinterachse weiter, schrauben die Antriebswellen ab. Die haben wir auch schon ein bisschen mit Rostlöser hier behandelt. Das sieht man jetzt, ja, genau, sieht man es gut. Und dann machen wir das Differential hinten raus, das man hier sieht. Die mit ein paar Schrauben an der Hinterachse befestigt ist und an der Antriebswelle rechts und links mit Torx-Schrauben. Jeweils auf links 6 Schrauben und rechts 6 Schrauben. Aber beginnen tun wir jetzt erstmal mit der äußeren Schraube der Antriebswelle, der 30er Vielzahn. Dazu machen wir jetzt erstmal die Sicherung etwas lose. Soweit, bis der Schraubenzieher einigermaßen Platz hat, Luft hat und der Ring eigentlich einigermaßen wieder gleichmäßig geformt ist. Und dann versuchen wir, die Schraube aufzumachen. Bei dem i46 oder auch i36 3er BMW ist die Mutter von der Antriebswelle relativ leicht zu lösen, es sei denn, sie ist extrem stark verrostet. Dann braucht man etwas gröbere, größere Hilfsmittel. In dem Fall haben wir einfach nur hier einen stabilen Schraubenzieher, der muss wirklich stabil sein, in die belüftete Bremsscheibe hineingesteckt zwischen dem Bremssattel. Hier vorne setzen wir jetzt die 30er Vielzahnnuss drauf mit einer Verlängerung, nicht unbedingt mit einem Drehmomentschlüssel, der geht meistens kaputt bei der Kraft. Wir haben es vorher schon ein bisschen angelöst und jetzt sieht man, spannt sich oben der Schraubenzieher und mit fester Verlängerung kann man dann die Schraube aufmachen. Ich zeige nochmal die Verlängerung. Das ist ein großes Metallrohr und die wird einfach auf das Werkzeug draufgesetzt und ganz normal entgegen dem Uhrzeigersinn auf beiden Seiten rechts und links die 30er Schraube aufmachen. Da ist bloß ein großes Drehmoment drauf und danach lässt sich die Schraube leicht abnehmen. Am besten jetzt gleich, sobald die Schraube drunten ist, Rostlöser reinsprühen. Das machen wir jetzt hier gleich, damit, wenn, wie gesagt, die Welle schon ganz lange montiert ist, sich der Rost gleich mal ein bisschen lösen kann. Dann kann man sie nachher später leicht herausbekommen. Das gleiche machen wir jetzt auch gleich auf der anderen Seite. Ja, jetzt geht es unten weiter mit den Antriebswellen am Differential hinten. Die haben wir vorher schon ein bisschen mit Rostlöser eingesprüht. Und jetzt haben wir wieder das gleiche hier vorne gemacht. Wir haben wieder hier einen Schraubenzieher in die Bremsscheibe arretiert, am Bremssattel hier, damit wir ein Lösemoment bekommen, damit wir die Schrauben oben am Differential lockern können. Das sind, wie gesagt, Torx-Schrauben. Die sind auch relativ fest. Würden wir jetzt hier nicht blockieren mit dem Schraubenzieher, würde sofort die Antriebswelle verdrehen. Und wir könnten die nicht lockern. Jetzt ziehe ich den Schraubenzieher kurz raus. Drehen die ganze Antriebswelle ein Stück weiter, wieder nur, ein kleines Stück, bis die nächste gut zugänglich ist. Dann wieder abstecken. Ich halte die mal so, ja, genau. Und wieder die nächste lösen. So, nur ein bisschen locker schrauben. Insgesamt 6 Stück links, 6 Stück rechts. Und wenn alle locker sind, kann man sie komplett rausdrehen. Und dann zeigen wir, wie wir die Antriebswelle hinten am Rad herausbekommen. So, bei unserem Fahrzeug sieht man, dass der Auspuff schon vorher demontiert gewesen ist. Dadurch kommen wir auch sehr leicht an die Stabi-Halterungen hin. Die sind mit einer 13er Schraube und 13er Mutter jeweils einmal an der Hinterachse, am Hinterachsträger befestigt.
Die kann man jetzt sehr leicht rausschrauben, dadurch, dass der Auspuff schon abgenommen ist. Hier auf der anderen Seite ist die zweite Befestigung. An der Stelle hier. Und was wir auch schon vorher gemacht haben bei dem Fahrzeug, wir haben auch schon die Antriebswelle abgebaut. Hier sieht man die vier Befestigungsschrauben, die hier unterhalb des Wagenbodens gut zu sehen sind. Antriebswelle, wie gesagt, ist schon komplett herausgebaut. Wenn die noch eingebaut ist, muss man halt eben erst möglichst die Antriebswelle im mittleren Bereich hier auf der Seite freilegen. Der Auspuff muss dafür natürlich vorher komplett herausgenommen werden. Ist aber auch relativ einfach bei dem Fahrzeug. Und dann kommt man an die vier hinteren Schrauben ran. Und dann kann man auch die Schrauben vom Stabi sehr leicht rausmachen, sobald der Auspuff draußen ist. Ein bisschen nach oben schieben und die Verankerung lässt dann raus. Jetzt muss das Ding nach unten gezogen werden. Jawohl, und das war's schon. Beim Dreier Kompakt E46 hat man ein kleines Problem, was die anderen Fahrzeuge nicht haben. Und zwar sieht man schon, das ist hier die Halterung vom Stabi-Halter auf der rechten Seite. Der sitzt nämlich hier ganz oben drin, hinterhalb dieses Metallbügels hier. Und dahinter sieht man, ist eine Aussparung an der Karosserie unten angebracht, die man natürlich nicht wegmontieren kann. Daher muss man den Stabi vorher ein bisschen mit Rostlöser einsprühen. Und dann seitlich hier, an der Stelle, wo der Stabi normal befestigt ist, nämlich hier, einfach mit einer Verlängerung den Halter nach links in die Fahrzeugmitte hinüber, mit dem Hammer hinüber klopfen. Dann ist die Halterung aus dieser Sparte raus und man kann den Stabi dann einfach nach unten herausziehen. Ja, und jetzt sieht man auch schon, hat man einen schönen Zugang zu den Antriebswellen. Links ist schon der Stabi weit genug weg. Auf der anderen Seite genau das gleiche. Jetzt können wir die Antriebswellen noch ausbauen. Gut, jetzt können wir die Antriebswellen herausnehmen. Die sind jetzt alle Inbusschrauben gelöst. Dazu wird die ein bisschen nach draußen gezogen, weg vom Differential. Und wie man sieht, hängt sie jetzt bloß noch frei unterhalb des Wagenbodens. Um jetzt die Antriebswelle komplett herauszubekommen, muss einer auf der anderen Seite die Antriebswelle halten. Und von der anderen Seite kann jetzt hier mit einem großen Hammer die Antriebswelle nach hinten rausgeschlagen werden. Man muss dabei aufpassen, dass man das Gewinde von der Antriebswelle nicht kaputt macht. Wenn sie zu schwer herausgeht, dann am besten ein Holzstück verwenden und es dann mit dem Holzstück vorsichtig herausschlagen und aufs Gewinde aufpassen. Jetzt kommt es schon langsam. Irgendwann kann man es dann rausziehen. Wir fangen jetzt an, das Differential hinten zu lösen. Dazu machen wir jetzt beim Kompakt hier ein kleines Blech weg mit zwei 10er Schrauben. Dann kommt man auch schön an die erste vordere Befestigungsschraube vom Differential hin. Müssten wir jetzt gleich sehen eigentlich. So, und zwar sieht man hier unten drunter die erste Schraube schon hier unten. Die müssen wir befreien. Dazu werden wir aber höchstwahrscheinlich, ja ziemlich sicher sogar noch diesen Träger hier befreien, wegmachen müssen vom Unterboden. Und zwar gehört das schon auch zum Träger mit dazu, weil nur so können wir diese Schraube hier auch, ich zeige es nochmal ein bisschen besser hier, diese Schraube hier auch nach vorne herausziehen, die dann hinten durchs Getriebe durchgeht. Auf der anderen Seite sieht man sie hier schön, das hintere Stück. Und dazu werden wir auch noch diesen Unterschutz hier ausbauen, diesen Plastikunterschutz, genau. Dann können wir, wie gesagt, dieses Teil hier komplett, diesen Träger komplett abbauen. Und hier oben haben wir dann schon eine Nuss drauf gesteckt, eine 21er Nuss, das ist hinten am hinteren Ende vom Differential.
Und auf der anderen Seite sieht man die andere Schraube, die wir dann auch gut, die wir dann gut rankommen, wenn wir diesen Unterboden weggemacht haben, hier den Plastik hier. Und wie gesagt, wir haben vorher eben schon den Auspuff komplett ausgebaut gehabt. Der ist bei dem Auto sehr leicht zum Ausbauen. Und die Antriebswelle haben wir bei dem Auto auch schon komplett ausgebaut. Die ist einmal hier mit zwei 13er Muttern befestigt. Das ist also auch vorher schon gemacht worden. Muss man also, wenn man das Differential ausbauen will, nicht unbedingt komplett ausbauen. Man kann auch die Antriebswelle hier hängen lassen und einfach nur die vier Schrauben hier vorne ausbauen. Und dann kann man das Differential nach hinten hinausziehen. Dazu muss die Antriebswelle gar nicht ganz ausgebaut werden. Bevor man an die Antriebswelle rankommt, ist nur noch so eine Art, sieht man es hier recht schön, ein Unterschutz verbaut, in dieser Form wie hier, ein Wärmeschutzblech. Das zieht sich über den kompletten Unterboden rundherum, ist aber nur mit ein paar Schrauben befestigt. Das ist ohne weiteres leicht zum Ausbauen. So, jetzt machen wir den Deckel hier runter und dann machen wir die beiden vorderen Schrauben raus, nachdem wir dann hier die Halterung weggemacht haben. Bevor wir jetzt die beiden vorderen Schrauben aufmachen, versuchen wir noch was anderes. Wir machen jetzt erstmal die hintere große Schraube vom Differential raus. Das ist eine 21er Mutter mit einer langen Schraube. Und eventuell reicht es, dass wir bloß die hintere Schraube ausbauen und das Differential dann nach hinten rausschieben können. Dann würde man sich die Arbeit sparen, diesen Träger hier komplett rauszubauen. Wie gesagt, die Schrauben selber haben wir schon gelockert hier unten. Diese hier und die andere. Die sieht man jetzt hier, genau. Und wir probieren jetzt einfach mal, ob wir das Differential nach hinten rausziehen können. Das sehen wir jetzt gleich, wenn wir dann die Schraube komplett draußen haben. Man sieht, die ist ziemlich lang, die geht komplett hinten durch. Klopfen wir sie mal hinten durch. Wir haben schon mal hier unten mit dem Getriebeheber das Differential festgehalten. Da macht es noch gar nichts. Die sitzt also noch in den Schrauben drin. Und jetzt sehen wir mal, wie wir das Getriebe eventuell nach hinten rausziehen können. Ganz langsam runter. Ich halte es mal hier. Okay, und runter. Hängst du immer noch an der Hüfte? Ja, ja, mach so gut. Langsam, langsam. So, jetzt ein bisschen hinterfahren. Differential ist jetzt draußen. Man sieht die zwei Schrauben, wo wir gesagt haben, wir sparen uns den Ausbau von diesem Träger hier, haben wir stecken lassen. Man kann jetzt zwar jetzt nicht rausnehmen, müssen wir aber auch gar nicht. Man kann sie nämlich auch so wieder einbauen. Das spart doch etwas Zeit. Und wie man sieht, der Träger ist hier noch komplett original eingebaut, ist nichts verändert worden. Ja, und damit könnte man jetzt eigentlich auch schon wieder beim Einbau das Austauschdifferenzials anfangen und mit dem Einbau der Antriebswellen. Damit ist die Arbeit eigentlich auch erledigt.